Wie entsteht eigentlich das sogenannte Turbofluttering oder Compressor Surge und warum ist das eigentlich gar nicht so gut für meinen Motor und Turbolader? Das erkläre ich euch im heutigen Video. Wenn ihr euch zum Thema Compressor Surge informieren wollt bezüglich High-Flow-Verdichtergehäuse und Verdichterräder und so weiter, dann checkt einfach hier oben das Video ab, denn da habe ich ein bisschen was erklärt, warum gibt es eigentlich High-Flow und was ist Compressor Surge. Zuallererst müssen wir erstmal unterscheiden zwischen dem echten Turbo-Fluttering oder Compressor Surge und zwischen einem, ich sag mal, ähnlichem Geräusch, was aber nicht schädlich ist und was auch nicht die Ursache dafür ist. Ihr habt zum Beispiel ein turboaufgeladenes Fahrzeug und habt ein Schubumluftventil und habt jetzt eine offene Ansaugung. Und das Schubumluftventil führt entweder in die offene Ansaugung die Luft zurück oder sogar ins Freie. Dann werdet ihr feststellen, wenn ihr Gas gebt im Stand und geht vom Gas runter, da habt ihr ja noch nicht so gut wie keinen Ladedruck, dann hört man manchmal auch so ein ganz kurzes Zsch. Was auch so ein bisschen stotternd sein könnte. Ja. Das ist allerdings nicht das Phänomen oder das Problem, worüber wir hier sprechen. Das heißt, ihr müsst also unterscheiden zwischen der zurückgeführten Luft, die sauber zurückgeführt wird und trotzdem ein Geräusch erzeugt aufgrund des Designs, der Rückführung oder des Blow-Off-Ventils, oder zwischen eben dem echten Turbo-Fluttering, weil das Blow-Off zu klein ist und das Verdichterrad dementsprechend dann eben abgebremst wird und wir haben dann eben diese Geräusche. Und wie ein Blow-Off funktioniert und warum ich das eigentlich brauche, könnt ihr hier oben in dem Video abchecken. Da sind wir nämlich auch auf das Thema eingegangen. Also was passiert genau bei Turbo-Fluttering? Wir können ja mal ein Video vielleicht einblenden, wo man mal kurz sowas hört. Und zwar ist mein Blow-Off-Ventil einfach zu klein. Das heißt, die Luft, die der Lader produziert im Stand oder wenn ich vom Gas gehe, machen wir mal ein schöneres Beispiel. Ich gebe Vollgas und gehe auf einmal vom Gas. Was passiert denn? Der Lader dreht sich weiter, die Luft wird weiterhin mit voller Wucht sozusagen in die Rohre oder in die Ladeluftverrohrung gepresst, weil der Lader, die Laderdrehzahl fällt ja nur langsam. So, die Luft muss ja irgendwo hin, weil die Drosselklappe ist ja geschlossen. Ich bin ja vom Gas gegangen. Meine Drosselklappe ist geschlossen oder nahezu geschlossen. Deshalb gibt es ja diese Schubumluftventile. Wenn das jetzt zu klein ist, wird ein gewisser Teil der überschüssigen Luft abgeführt. Dadurch entsteht aber trotzdem noch ein Rückstau, der den Lader abbremst, und dann werdet ihr feststellen, habt ihr aus dem Lader das Geräusch. Wenn ihr zum Beispiel einen größeren Lader verbaut, irgendeinen Upgrade-Lader oder einen richtigen Performance-Lader und behaltet euer kleines Audi S3 Blow-Off-Ventil mit 25 mm, dann werdet ihr eben auch feststellen, dass das nicht reicht. Wenn ihr vom Gas geht, habt ihr auch diese Geräuschkulisse und dieses. Das ist halt einfach schädlich. Warum ist das schädlich? Weil diese Luftsäule auf die Verdichterräder zurückschlägt, also die geht ihren Weg zurück. Luftsäule trifft auf drehendes Rad und die Luftsäule will in die Richtung, das Rad will aber in die Richtung. Und müsst euch das so vorstellen, dann so trifft die Luft, dass die Luft hier rauf und verbiegt halt dann die Räder. Ja. Bremst auch den Lader massiv ab und gerade bei gegossenen Rädern ist es so, dass die sich eben nicht erst verbiegen, sondern die brechen. Und dann wisst ihr ja klar, Aluminiumstücke in der Ladeluftverrohrung könnte dann sehr, sehr schmerzhaft werden. Bei gefrästen Rädern ist es so, erfahrungsgemäß, was wir wissen, die verbiegen sich eher, wenn es ein gutes Material ist. Letztendlich aber ist ja klar, dann habt ihr halt so gut wie keinen Ladedruck mehr unter Volllast und der Lader hat eine Unwucht und ja, Folgeschäden und so weiter. Ganz, ganz alte KKK-Lader, die hatten sogar noch ein normales Rechtsgewinde. Das war richtig bescheuert, die hat sich die Mutter nämlich dann gelöst. Hat er die Linksgewinde erst später eingeführt. Das ist halt auch so ein Punkt, was ja, dann eben nicht unbedingt förderlich ist, wenn sich so eine Mutter löst, weil dann kann das Rad eben überall hin, nur nicht dahin, wo es bleiben soll. Und es gibt mittlerweile Blow-Offs, die versuchen, dieses Geräusch nahezu zu imitieren, indem sie ein bestimmtes Design haben. Egal, ob jetzt offen oder geschlossen, also geschlossen heißt zurückführend in die Ansaugung oder offen ins Freie oder sogenannte Dual, von Turbosmart gibt es Dual Plumpback, also die lassen einen Teil ins Freie und einen Teil führen sie zurück. Da hat man zum Teil auch schon so eine Sounds. Das schließt ja, öffnet und schließt ja ständig sozusagen, je nachdem, wie euer Unterdruck ist.
Und genau dieses Phänomen passiert dann, dass das so öffnet und schließt und dass die Luft raus, 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 raus. Und das ist dann dieses. Aber natürlich auch in Kombination mit dem Verdichterrad. Also HKS hat ja zum Beispiel ganz verschiedene Trompetenaufsätze und Grady hatte das damals, glaube ich, auch. Damit konnte man, also Diffusor nennt man das, damit konnte man, Thial hat das übrigens auch, damit konnte man die Soundcharakteristik ein bisschen verändern. Ich kann euch jetzt nicht sagen und kein anderer wird euch sagen, ihr müsst genau das Blow-Off-Ventil einbauen und dann habt ihr diesen Sound. Das funktioniert nicht. Das ist bei jedem Motor anders. Da spielen viel zu viele Faktoren eine Rolle. In der Regel ist es so, dass wenn ihr jetzt ein Software-Upgrade macht oder einen Anulalluftkühler einbaut oder einen Downpipe oder so, da seid ihr noch lange nicht im Rahmen von das oder in dem Grenzbereich von dem Schubluftventil. Also ihr müsst schon wirklich am Lader was machen, was schon größer ist, damit ihr überhaupt in diese Problematik kommt. Deswegen achtet bitte drauf, wenn ihr Turbolader einbaut, die einen höheren Luftdurchsatz haben, zum Beispiel Upgrade-Lader oder Performance-Lader, dann denkt auch an das Blow-Off-Ventil, weil die Luft, die sozusagen hier entsteht, dann mehr entsteht, die muss irgendwo hin. Und wenn die Öffnung nur so ist, ja, dann sind irgendwann physikalisch einfach die Grenzen gesetzt. Ich weiß, viele lieben diesen Sound und bei vielen hört sich das mega geil an und manche wollen das auch unbedingt haben. Aber dann versucht lieber zu experimentieren mit Blow-Offs, die trotzdem groß genug sind für euer Setup, aber eben verschiedene Designs haben. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt bitte in die Kommentare. Aber bitte nicht von wegen, welches Blow-Off brauche ich denn jetzt, um den und den Sound zu haben. Das können wir euch einfach nicht beantworten. Da müsst ihr selber recherchieren, testen, versuchen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und natürlich, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann aktiviert den Abo-Button und diese Glocke. Denn dann werdet ihr mal rechtzeitig über die neuesten Videos informiert. Also bis bald, ciao. Boom, boom.